Und ich dachte, als wir am Anfang in Ivaloks Nest Edelmetall erstmals gefunden haben, dass das total wertvoll sei. Und hier bekommen wir das ja in Hülle und Fülle hinterhergeschmissen. Also so spektakulär ist das dann doch nicht. Warum gelingt ihm das denn nicht, ja aus diesen entfernten Grabungspunkten mal so ein seltenes Item rauszuholen? Das verstehe ich nicht. Wenn wir an irgendeiner Wand stehen oder irgendwas aus dem Boden raushebeln, dann gelingt ihm das immer ohne Probleme. Aber hier habe ich gerade irgendwie total Pech, kann das sein? Ich probiere das jetzt noch einmal. Nee, schon wieder nicht. Tja, irgendwie möchte mir das Spiel nicht verraten, was man dort als seltene Komponente rausfischen kann. Vielleicht gibt es ja hier auch keine seltene Komponente. Oh, schaut mal. Die hätte ich ja fast übersehen. Also nee, wenn ich auf die Karte geguckt hätte, hätte ich die nicht übersehen. Aber so aus der Entfernung. Gnomenjuwel. Ein schöner goldbrauner Talisman wird hauptsächlich für Accessoires verwendet. Klingt wieder nach so einer einmaligen Sache, die man vielleicht gar nicht farmen kann in diesem Spiel. Aber das werden wir vielleicht irgendwann nochmal rausfinden. So, achso, ich wollte gerade sagen, warum geht es nicht hier weiter, obwohl die Karte mir sagt, hier ist Schicht im Schacht. Aber nee, das war gerade irgendwie so ein Knick in der Optik. Ja, ich nehme jetzt übrigens wieder bei Sonnenlicht auf, also in Anführungsstrichen. Ich habe hier meine Lamellen wieder zugezogen, aber trotzdem ist das verhältnismäßig hell. So, und für diesen Kampf lasse ich euch mal wieder mit drin. Ist ja nicht so, dass ich die euch komplett vorenthalten möchte, ne? Ist ja ganz klar. Nur, ja, alle müssen wir uns eben nicht mit angucken, denn irgendwie möchte ich ja nicht permanent hier auf 2-Stunden-Folgen hinauslaufen, ne? Das ist zumindest nichts, was ich jetzt anstrebe. Dauerfrost hat sich in den letzten Kämpfen immer ganz gut gemacht gegen diese Viecher. Vor allen Dingen, wenn Davi und Paros das so im Kollektiv angewendet haben oder angewandt haben. Ich weiß gar nicht, wie das richtig lautet. Ja, und habt ihr gerade gesehen, diesen Dreierangriff, also hintereinander weg, wo diese Muscheln dreimal hintereinander angegriffen haben. Das haben wir, da sind wir vorhin dreimal ausgewichen. Da war unsere Moral ganz am Ende des Kampfes aber auch komplett blau, also komplett auf unserer Seite. Hängt, glaube ich, auch damit zusammen. Ich glaube, je höher die Moral, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir ausweichen. Jetzt kommt Konfusion. Cool, oder? Das hat voll so diesen spacigen und Science-Fiction-mäßigen Unterton. Also das werdet ihr wahrscheinlich nicht hören. Ich höre das auch nur so ganz, ganz bedächtig im Headset. Aber das ist so als ob man irgendwie irgendwann so, wie als wenn so ein, ja, so ein Pokémon so einen Psy-Strahl vom Stapel lassen würde oder so. Ja, also ich kann mich da jetzt nicht mal an die Geräuschkulisse erinnern, wenn ich ehrlich bin. Also bei Pokémon jetzt, aber so ähnlich klingt das hier auch, wenn er seine Konfusion zum Einsatz bringt. So, hier nehmen wir mal heilt die anderen und hier macht sie fertig. Ich glaube, dieser Kampf wird jetzt nicht großartig herausfordernd sein. Habe jetzt ehrlich gesagt wieder nicht drauf geachtet, wie viele Verbände wir jetzt hier noch mit drin haben. Aber jo, Dauerfrost setzt dem Ganzen den Deckel auf, sozusagen. Die Drachenramme, eigentlich totale Verschwendung, wenn man bedenkt, dass der Gegner gerade nur noch 10 LP oder so hatte. Ich habe die Lebensenergieleiste gar nicht mehr erkennen können. So wenig hatte der am Ende. So, lebt jetzt noch ein Verband oder zwei oder drei oder was? Oder belebt ihr euch jetzt einfach nur, um euch gegenseitig zu belohnen? Nee, okay, mindestens einer. Nee, zwei Verbände sind noch am Start. Die werden wir aber recht schnell aus dem Weg geräumt kriegen. Da bin ich sehr zuversichtlich. Und Round 3 wird jetzt hoffentlich auch die letzte Runde sein. Und dann soll es das auch erstmal gewesen sein. Ich mag ja diese Gegner überhaupt nicht, die sich immer so aus dem Boden rausdrehen. Ja, dazu gehören diese Muscheln, dazu gehören auch diese ganzen Manticore-Viecher, die wir auch in Ivaloks Nest gesehen haben. Wow, Kampfrang 87, das geht hier echt schnell mit dem Level, muss ich mal sagen. Und jetzt stellt euch mal vor, wow, Rush hat seinen Dauerfrost maximiert, ich fasse es ja nicht. Das ist mal richtig cool. Ja, jetzt stellt euch mal vor, wir hätten im Vorfeld nicht die ganzen Nebenmissionen und alles mit abgeschlossen und hätten uns auf die Jagd nach grünen Gegnern begeben und so. Ja, toll, dass wir keine Muschel gefangen haben, bin ich ja mal wieder total begeistert. Ja, wie viele Upgrades man sonst hier bekommen hätte, ne? Wenn man vorher nicht diese Trainingssessions eingelegt hätte, diese unfreiwilligen. So, ich glaube, damit haben wir jetzt nur noch diesen Weg hier. Und, wow, guck mal, da geht's noch weiter. Ich werde zuerst mal gucken, was in dieser riesigen Sackgasse hier vor uns sein wird.
Ich glaube zwar nicht, dass wir da unser Ziel erreichen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir dort womöglich... Oh, hier ist jetzt ein grüner Gegner mit dabei. Oh, das war gerade total lebensmüde. Das war gerade der totale Reflex, dass ich noch zu dem dritten gerannt bin. Ich könnte mich gerade irgendwie selbst verprügeln. Ja, wir haben jetzt die Flinkmähne auf jeden Fall hier mit am Start. Und ich werde mal erstmal Gewohnheitstier, wie ich bin, den gleichen Kampfstil oder die gleiche Kampftaktik jetzt erstmal anwenden, die ich vorher auch schon immer so genutzt habe. Den Turbo-Modus habe ich mal ausgeschaltet. Muss ja auch mal sein. So, was mache ich jetzt mit diesem Verband? Demoralisiert sie? Nee, ich will hier viel Schaden. Ach so, nee, das ist Verband Nummer 2. Nee, okay, ich dachte gerade, wir sind schon beim dritten. Dann auf jeden Fall demoralisieren. So. Und Kloppi-Verband, gibt es hier irgendwas Schönes zum Kloppen? Ja, die 64 finde ich doch gut. Und die richtet sich dann auch direkt gegen die Flinkmähne. Gucken wir mal, was wir der so entgegenbringen können. Also auch hier schließe ich wieder von der Größe auf die Stärke und behaupte einfach mal, dass jetzt wahrscheinlich dieser grüne Gegner nicht so übermächtig sein wird. Ich habe mir das jetzt natürlich unnötig erschwert, indem ich jetzt diese ganzen anderen Viecher hier noch mit reingenommen habe, aber... Oh nein, och Mann ey, jetzt wollte ich hier unbedingt die Konfusion nochmal haben und jetzt hat er uns das blockiert. Böser, böser Hund, das gibt heute keine Leckerlis von Tante Negoja. Ja, toll, dass die uns hier auch alle mit Interventionen entgegenkommen. Aber gut, da bin ich auch teilweise selber dran schuld, weil ich ja, wenn ich meine Angriffe immer austeile, immer nicht so drauf achte, ja, wo die stehen und wie die auf dem Kampffeld platziert sind. Und damit muss ich dann wohl leben, wenn das dann so ein bisschen in die Hose geht. So, greift ihr jetzt? Ja, die greifen auch die Flinkmähne an. Das heißt, wenn wir jetzt hier ein bisschen Glück haben, dann wird die gewaltige Drachenramme hier schon wieder ein ordentliches Mindestmaß an Schaden austeilen. Und Bautzon. Yay, das sieht gut aus. Und noch ein perfekter hinterher. Also die hat schon mal bei anderen Gegnern weitaus mehr Schaden angerichtet, aber... Ja, vielleicht haben die, wie gesagt, auch so eine Schwäche gegen mystische Angriffe. Das habe ich bisher noch nicht so ermitteln können. Oh, Angriff von hinten ist immer ganz schlecht. Oh, Backe, ey. Nicht, dass wir jetzt draufgehen. Ich glaube, das überleben die, wenn auch knapp. Ja, okay. Jetzt erstmal wieder den Turbo-Modus an. So, Gabe des Talismans halte ich für eine sehr weise Entscheidung. Hier gucke ich mal eben, ob wir irgendwo den Gay Bulk oder so eingesetzt bekommen. Nein, bekommen wir leider nicht. Das heißt, ich werde jetzt hier weiter auf Demoralisierung gehen. Und mit diesem Verband konzentrieren wir uns weiter auf Kampfkünste. Auch wenn da jetzt nicht so die Jackpot-Angriffe mit dabei gewesen sind. Aber was Besseres war mir da gerade irgendwie nicht ja, unter die Augen gekommen. Ja, also dieser Funkerangriff gerade eben, der hat irgendwie wiederum kaum Schaden ausgerichtet. Das ist mir nicht so ganz klar, wo deren Schwachpunkt liegt. Wahrscheinlich sind die gegen beides ganz gut gewappnet und das hängt letzten Endes damit zusammen, wie viel Schaden wir austeilen können. Loki hat sein mächtiges Schmettern, glaube ich, gerade von Stufe 4 auf 5 gebracht. Oder das war vorhin schon auf 5 und da kam jetzt nur das Mächtig noch davor. Das weiß ich leider nicht mehr. Wow, wir haben gerade echt Glück. Also ohne Gabe des Talismans wären wir jetzt schon längst hinüber. Oh, Backe, lieber Rush-Verband. Ich glaube, das schreit mal ganz doll nach einer Heilrunde. Ah, okay, dieser Gegner hier, der nervt mich irgendwie ein bisschen, weil der auch noch nicht mal blinkt. Ich glaube, ich werde mich erstmal auf die hier drumrum stürzen. Und der Bautzon-Verband, der kann sich jetzt weiter um die kümmern. Nur nicht, dass sie jetzt beide auf die Flinkmähne losgehen, weil wenn wir drei Verbände noch außen rum haben, um diesen grünen Gegner herum, dann tut uns das schon ganz schön weh. Vor allen Dingen, wenn die dann immer wieder mit Angriffen von hinten kommen und so. Aber jetzt blinkt der immerhin, das habe ich gerade gar nicht gesehen. Das ist mir gerade eher so durch Zufall noch aufgefallen. Und ja, der Rusherband ist wieder aus dem Gröbsten raus, auch wenn so ein Überfall alles andere als gesund ist für uns irgendwie. Irgendwie kommen wir hier mit der Moral auch nicht so wirklich zu Potte. Das lief schon mal besser, liebe Leute. Das lief schon mal besser. Und das gefällt mir gar nicht, wie sich das hier entwickelt. Aber jetzt kommt der Davi-Verband und wird hoffentlich hier ein bisschen aufräumen können. So, ein Pagos macht den Sack zu, oder? Yay, sehr schön. Sehr gut, okay. Das lief ja halbwegs gut. So, dann nur ihr in die zweite Heilrunde und...
Ja, der Davi-Verband, der wird sich dann mal hier auf diesen fast schon toten Verband stürzen und den hoffentlich aus dem Weg räumen. Ja, wenn wir jetzt ein bisschen Glück haben, dann werden wir mit der Drachenramme von Bautzon die Flinkmähne jetzt auch aus dem Weg räumen können. Denn sonderlich viel Energie hat sie nicht. Ja, super, Bautzon, dein großer Auftritt. Und du haust wieder volle Möhre daneben. Ich bin ja wieder total begeistert. Hauptsache, ich lob ihn vorher noch. Nein, das Lob hat er sich natürlich trotzdem verdient, um Gottes Willen, nur weil er einmal daneben haut. Ist er ja dadurch kein schlechter Kämpfer, aber es brennt hier halt im Moment ein bisschen, ne? Und ja, unter solchen widrigen Umständen sind wir natürlich auch abhängig von seinen Skills. Und wenn er sich da so ungeschickt anstellt wie gerade eben, dann ist das natürlich nicht so toll. Okay, was machen wir jetzt hier? Rettet sie, egal was passiert. Nee, ich will eigentlich, ich gehe jetzt hier in den Angriff, weil Rush wird sich jetzt selber wieder heilen. Und hier nehmen wir Statusveränderung heilen. Flinkmähne müsste jetzt auch mal irgendwie niedergestreckt sein, auch ohne Drachenramme. Hoffe ich, jetzt kommt Nora. Vielleicht wird Nora wieder das Ganze hier abschießen können. Bäm! Und rauf auf den Hund. Sehr schön. Ja, nee, ich liebe Hunde, um Gottes Willen. Das klang gerade irgendwie ein bisschen falsch. Aber gut, wir haben jetzt den grünen Gegner aus dem Weg geräumt. Das heißt, der Rest müsste eigentlich nur noch Pillepalle sein, auch wenn der Rush-Verband hier nach wie vor um sein Überleben kämpft und sich damit irgendwie ein bisschen schwer tut. Und ja, aber die haben das ganz gut abgefangen hier, die ganzen Angriffe. Dafür hatten dann Verband 2 und 3 so größtenteils ihre Ruhe und wow. Nein, da liegt jemand am Boden und das ist Alan. Den erkenne ich doch an seinen Schuhen. Warum hat denn mein lieber Alan nicht überlebt? Mein lieber Alan. Das macht mich gerade echt traurig. Nee, sorry, ich freue mich jetzt nicht mit euch. Ja, egal, ob Loki oder Glenis oder so irgendwas erreichen. Wenn mein Alan da tot am Boden liegt, dann bin ich darüber nicht glücklicher. Das finde ich mal extrem uncool. Und diesen spitzen Fenrir-Schwanz, den kannst du dir abschminken. Der gehört dir nicht, den will ich hier behalten. Gefangene Flinkmähne. Trollkern und scharfe Flauruskralle. Ja, nee, ich werde den zerlegen, weil wir haben momentan einfach keinen Geldmangel. Das wäre, glaube ich, jetzt nicht so die beste Idee, den jetzt mitzunehmen. Also klar, für die Handelswaren vielleicht, wenn grüne Gegner schneller dazu führen, dass wir die freigeschaltet bekommen. Aber so ansonsten, nö, muss ich das jetzt nicht haben. Wow, was für ein Kampf. Also ich werde euch jetzt für die nächsten kleineren Kämpfe, so wie diesen hier, erstmal wieder rausnehmen. Und mich dann mit euch zusammen wieder ein bisschen der Erkundung dieser Karte widmen. Und wisst ihr, was mir ausgerechnet jetzt eingefallen ist? Ich weiß nicht, warum mir das ausgerechnet jetzt einfällt, aber als ich diese Aufnahmesession hier startete, habe ich euch doch irgendwie erzählt, dass keine Missionen mehr offen sind und dass ich mich jetzt der Hauptstory widmen kann. Mir fällt nämlich ausgerechnet jetzt ein, dass es ja noch seltene Gegner zu jagen gab. Für die ein oder andere Gildenquest. Das habe ich irgendwie total verpennt. Und das werde ich dann, denke ich, wenn sich das jetzt anbietet, demnächst auch mal nachholen. Also je nachdem, was wir danach jetzt hier, wenn wir Fornstrand abgeschlossen haben, noch so für neue Nebenquests bekommen werden. So, wenn ich das richtig überblicke, haben wir hier 3 Muscheln. Gleich kommen bestimmt noch ein paar aus dem Boden geschossen. Die würde ich ja auch noch mitnehmen. Dann müsstet ihr euch aber blicken lassen, ihr blöden Muscheln, ihr. Oh, da hinten. Ja, wow, ich könnte gerade so abkotzen, ey. Oh, ich kann gerade meine Wut nicht in Worte fassen. Diese Viecher, die beherrschen Selbstzerstörung. Und wow, Alan hat seine Waffe verbessert. Und das hat in diesem Kampf leider dazu geführt, dass ein Verband, obwohl wir hier echt extrem viele Gegner bekämpft haben, beziehungsweise ich gerade eben, dass ein Verband davon nicht profitieren konnte, weil er vorher draufgegangen ist. Und das ist der Bautzon-Verband gewesen. Und ja, das ärgert mich auf jeden Fall. So, ich habe da vorhin in der Ferne, glaube ich, noch 2 Muscheln gesehen. Ja, okay, ich dachte, ich habe mir das irgendwie eingebildet, aber die stehen da wirklich und warten auch drauf, bekämpft zu werden. Wow, also diese Selbstzerstörungsgeschichte, die war wirklich extrem ätzend. Ich hoffe, dass ich diesmal mehr Glück habe. Ja, das ging mega schnell. Wow, und schon wieder sind wir im Kampfrang gestiegen. Also auch der Anstieg hier im Battle Rank, der geht hier ebenfalls mega schnell. Und das sind aber auch nur 2 Verbände gewesen. Wow, Bautzon hat seinen Donnerschlag verbessert.
finde ich auch gut. Ist ja nicht so, dass er nicht irgendwie sowieso schon total übermächtig wäre. Aber gut, alles, was noch eins oben drauf setzt, kann uns nicht schaden, denn wir dürfen nicht vergessen, dass uns der schwierigste Kampf im Spiel ja noch bevorsteht über eine Nebenmission. Also wenn ich die nicht schon längst verpasst habe, aber ich glaube das irgendwie nicht. So, hier haben wir ein neues Amulettrezept. Finde ich gut, warum nicht? Alles, was wir noch nicht haben, kann uns ja nicht schaden. Und ja, rauer Meerjungfrauenstein, davon haben wir schon so einige. Ich versuche das mal noch einmal, weil das ist nicht das seltene Item gewesen. Das heißt, hier könnte man im Grunde genommen raue Meerjungfrauensteine noch und nöcher farmen. Und ja, das nimmt denen so ein bisschen ihren Wert, ne? Also wirklich wertvoll sieht dann irgendwie anders aus. Aber gut, ich werde mich jetzt hier an diesem Punkt auch nicht weiter aufhalten. Also so rein grabungsmäßig ist ja hier Herr Buddler sowieso nicht wirklich mit Glück gesegnet, wenn ich bedenke, an wie vielen Punkten ich schon vergebens versucht habe, seltenes Item aufzuspüren. Ja, also diese riesige Sackgasse hier, die wir in dieser Karte sehen, ne? Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass hier nicht irgendwann mal irgendein grüner, starker Gegner auf uns lauert, aber wer weiß, vielleicht wird uns das Spiel hier irgendwann nochmal hingeleiten in Form einer Gildenquest, die dann besagt, ja, räum hier Octopus XXL 2000 aus dem Weg und dann sterben wir hier 10.000 Tode oder so. Ja, nee, keine Ahnung, was ich für einen Gegnertypus hier aufhalten könnte, der irgendwie übermächtig ist, aber ja, also ich bleibe auf jeden Fall dabei, dass ich diesen Ort wunderschön finde. Ich habe kurz an meinem Verstand gezweifelt, als ich gelesen habe, dass andere den irgendwie nicht so toll finden und da links haben wir eine Weltkugel. Da ist auch eine Sackgasse, das heißt, diesen Weg hier werde ich mal zuerst ansteuern. Also seit ich weiß, dass die sich selbst zerstören können, habe ich irgendwie eine ziemliche Ehrfurcht vor denen, muss ich sagen. Also es ist jetzt in diesem Kampf zwar nicht passiert, aber ja, irgendwie schwingt da jetzt so eine gewisse Angst mit. Warum haben wir denn in letzter Zeit kein Glück mehr, wenn es um das Fangen geht? Irgendwie gehen wir hier in letzter Zeit ziemlich häufig mit leeren Händen aus. Das finde ich natürlich nicht so schön. Alles klar, mit dieser Weltkugel im Rücken gehe ich mal weiter voran. Also entweder haben wir jetzt wieder die Hälfte hier erreicht, aber ich glaube, wenn da jetzt noch ein weiteres Gebiet kommt, aber muss ja, dann wird das, denke ich mal, das letzte Gebiet sein. Wow, das Wasser ist echt so schön und der Himmel erst. Ja, ich glaube, dieser Ausblick war das, was mich letzten Endes dazu gebracht hat, mir diesen Ort so in Erinnerung zu behalten. So, und hier haben wir jetzt drei Hühnchen, die müsst ihr euch auch nicht wieder angucken. Ich meine, Hunde haben wir ja schon genug gesehen im letzten gemeinsamen Kampf, ne? Aber ich muss sagen, dass ich diesen grünen Vogel irgendwie cooler fand als den grünen Hund. Und das ist hier echt die schönste Ansicht von allen Dungeons bisher, oder? Also ich will euch nicht wieder ablenken von diesen ganzen Upgrades hier gerade und das sind auch nicht wenige, wie ich gerade merke. Aber ja, wie kann man diesen Ort nicht schön finden? Also Leute, habe ich Tomaten auf den Augen oder ist mein Geschmack einfach nur total verkorkst? Ich verstehe das nicht so ganz. Semri, du gehst mir gerade total auf den Sack, ey. Ich glaube, ich wechsle dich demnächst mal aus oder schmeiß dich aus unserem Trupp oder so. Du bist mir hier irgendwie zu gierig. Ich habe nämlich Angst, dass wenn Semri und vielleicht noch ein anderer Charakter dieses Item möchte, dass der andere Charakter jetzt nicht mehr danach fragt, ne? Weil da ist das Spiel teilweise so ein bisschen bekloppt programmiert. Wartet mal, ich guck mal eben kurz. Ne, nicht bei Verbandsaufstellung. Kann ich Semri irgendwie entlassen? Ich glaube, das kann ich nur in der Gilde machen. Ja, also mir wird das hier nicht angeboten. Es sei denn, ich übersehe das irgendwie, aber Reserveeinheiten sortieren. Nee, das will ich aber nicht. Nee, okay. Da muss ich daran beim nächsten Mal denken, weil nicht, dass wir jetzt dieses Item die ganze... Ja, okay, dann wäre es aber vielleicht klug gewesen, wenn ich ihm das doch gegeben hätte, ne? Weil irgendwann wäre er vielleicht durch gewesen. Ja, das ist natürlich alles ein bisschen blöd, ne? So, war jetzt hier irgendwas noch zum Graben? Ja, jetzt fühle ich mich irgendwie schlecht. Jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, als ob ich schon längst den anderen größeren Gefallen hätte tun können. Aber gut, ich kann es ja nicht rückgängig machen. Achso, da ist noch ein Bohrpunkt. Ja, ich weiß nicht, wie groß jetzt das nächste Gebiet noch ist, wo wir jetzt hinkommen. Aber ich glaube eigentlich, dass wir bald durch sein müssten. Wow, das blendet mich gerade hier fast schon ein bisschen. So hell ist das. So, nee, na gut. Dann werde ich jetzt hier mal weiterschauen. Und jetzt hier nicht unnötig den Buddelzähler strapazieren. Denn wir haben das Teilchen ja hier schon gefunden. Das heißt, Aussicht oder Hoffnung brauche ich mir darauf nicht mehr zu machen. Cutscene. Hm. Ja.
I win, Slowpokes! In your face, Blockter! No way, you cheater. Please, remember why we're here. Lord David is still hiding the fact that you and your sister share Marion's blessing. And that's a significant risk. Do not make all his efforts be for naught. Yeah, I know. Sorry. Come now. You don't have to worry about that. So, they survived. Hold it! What are you gonna do with that remnant? And why should we tell you? Your little group can't do a thing about it either way. We return to Athlum. Now. Yes, my lord. Okay. Ja, interessant, woran Emmy immer so denkt. Also ich meine, ich finde, wir haben gerade irgendwie andere Probleme, aber offensichtlich scheint ihr die Fleischfresserknolle gerade nicht aus dem Kopf zu gehen. Ja, soll sie sich mal weiter Gedanken drüber machen. Ja, also das sind die beiden, die Castanea und Rowes, ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht, die ich am allerwenigsten vermisst habe, wenn ich ehrlich bin. Und ich glaube, mit diesen anderen Gestalten, die wir da vorhin noch gesehen haben, mit diesem interessanten Grüppchen, was sich da total beümmelt hat und irgendwie total Spaß hatte, mit denen werden wir auch noch vorlieb nehmen müssen, und zwar auf sehr unliebsame Art und Weise. Welcome back, Lord David. I trust everything's gone smoothly here. No problems, my lord. Rush! Glad you're finally back, Rush. Good to be back. Is something going on? Hey, Rush. Dad? Since when were you awake? It hasn't been very long. I figured I'd surprise you. Sorry for making you worry. No, I'm just really glad you're okay. I suppose this means you were able to dispel Wagram's magic. Rush, I need you. Sorry, Dad. I can't stay and chat. We'll catch up later, okay? Rush, there's something I wanted to ask you. Sorry, kiddo. Can it wait? Yeah, I guess. Hey, Irina. Rush! Mr. David! What are you looking so surprised for? You wanted to talk, right? Yeah, but... My apologies,
but an urgent matter requires our presence at the Congress. If you don't need him, I'll be borrowing your brother for a bit longer. Wait! I heard that the Conqueror was still alive. Is Rush... Are you still gonna make Rush fight? Mr. David, I really appreciate you helping Rush and me. But please, you have to let Rush go. You can take me instead. What the hell are you talking about? I'm talking about saving your life. How can you talk about keeping me out of danger and then walk right into it yourself? I can help you with this, but only if you let me. You... I don't want you worrying about this kind of stuff. Rush, go get ready. I need to speak with Irina. Fine. You know that Rush only wants you to be safe. I know, but... Don't be foolish, Irina. You're just a normal girl. Me? Normal? Even with that terrible power I have? Just forget about what happened in Nagapur, all right? Nagapur. How am I supposed to just forget that? You cannot and should not. Terrible things are all the more necessary to remember. You can end this nonsense. What are you doing here? Even if you knew, you could not prevent me from reaching my goal. That is because I... Tja, schade, dass er den Satz nicht noch zu Ende ausgesprochen hat. Das wäre mit Sicherheit sehr interessant gewesen. Aber okay, wir haben jetzt unsere Familie mehr oder minder wieder zurück. Irina ist jetzt, glaube ich, nicht in unserem Trupp mit drin. Zumindest hat Davisi, wie ich finde, ein bisschen forsch zurückgewiesen, ohne wirklich in konstruktiven Dialog mit ihr einzusteigen. Wir gucken mal, was die Generäle uns so mitzuteilen haben. Der Oberer ist noch immer am Leben. Nun, sich aufzuregen wird niemandem helfen, eine gute Lösung für das Problem zu finden. Fürs Erste sollten wir von Tag zu Tag schauen. Tun wir einfach, was wir können und kümmern uns später um den Rest, Rush. Okay, das klingt nach einem Plan. Sagst du noch was Neues? Nee, okay, das heißt, ich kann jetzt mit allen nur einmal reden oder sollte es nur tun. Dass die Lakaien des Eroberers überlebt haben. Ich bin mir sicher, dass der Kongress Maßnahmen ergreifen wird, aber wir müssen vorsichtig bleiben. Ja, ich fand das ja schon ein bisschen gruselig, wie der da so mir nichts, dir nichts einfach aufgetaucht ist, so mitten in Davis Garten quasi. Hey Rush, gute Nachrichten von deinem Papa, was? Er lag schon so lange flach, dass ich dachte, er würde gar nicht mehr gesund. Nun, jetzt ist doch alles bestens, oder? Manchmal ist es echt gut, wenn ich Unrecht habe. Was für eine Selbsterkenntnis. Ach, Blockta ist echt cool, den mag ich so gerne. Rush, schön, dass es deinem Vater gut geht. Aber es scheint, dass jede gute Nachricht von einer schlechten überschattet wird. Ich hätte nicht im Traum daran gedacht, dass der Eroberer noch am Leben ist. Ich werde Mutter rächen, das schwöre ich. Ja, okay, alles klar. Also ich finde auch, irgendwie jedes Mal, wenn man sich mal für einen kurzen Augenblick freuen möchte, dann passiert kurz danach wieder irgendwas, was dann wieder nicht so schön ist. Rush, es gibt erneut eine dringende Kongresssitzung. Wir müssen umgehend nach Elysion aufbrechen. Bitte, mach dir keine Sorgen um Irina. Sie will einfach nur an deiner Seite sein, auch wenn sie diese Reise auf ein Schlachtfeld führt. Du bedeutest ihr viel, Rush.
Ja, also wie gesagt, ich fand das irgendwie von ihm nicht so ganz optimal ausgedrückt in dem Gespräch, weil, ja, es ist, weiß ich nicht, wie soll sie das denn einfach vergessen, was in Nagapur vorgefallen ist, ja? Also wenn Davi so ein bisschen empathischer gewesen wäre, hätte er ihr vielleicht anbieten können zu reden oder ob sie das noch belastet oder das irgendwie ein bisschen anders formulieren können. So, Emmy will jetzt ein paar Kämpfe anzetteln. Darien will jetzt irgendwie auch Monster verkloppen, obwohl der gar nicht mehr in unserem Trupp drin ist. Aber ich kann ja die Chance jetzt nutzen und mal im Verband nachgucken, ob wir da jetzt vielleicht irgendwas abgeschlossen haben und im gleichen Atemzug auch Semri jetzt mal rausnehmen, beziehungsweise eigentlich könnte ich ja alle mit rausnehmen, ne? Weil die fragen dann halt nicht mehr nach den Komponenten. Aber ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Also nicht, dass die uns irgendwann mal aufteilen oder uns unsere Hauptcharaktere wegnehmen und plötzlich sind wir auf unsere Reserveleute angewiesen. 16 Harnischmuscheln haben wir mit Sicherheit erledigt. Anker von Cedar Palais, eine neue Formation gelernt. Wow, eine neue Formation hatten wir schon eine Weile nicht mehr. Verbandsaufstellungen hier, Rush-Formation ändern. Nee, das war nicht Kelch. Das war Anker von Cedar Palais, genau. Verbessert mystische Abwehr für alle, außer den Anführer. Okay, würde uns jetzt hier ansonsten, also eigentlich eher mehr Nachteile bringen als Vorteile. Ich guck mal eben kurz, wie das hier aussieht. So, ich glaube, wenn ich nach oben gehe, bin ich schneller. Ja, hier haben wir nicht so eine Einbußen. Das würde auf 31 hochklettern von 30. Nee, ich glaube, das lohnt sich für uns aber irgendwie nicht. Dafür sind wir momentan mit den Statuswerten, die wir haben, schon zu gut unterwegs. Aber auch das ist eine weitere Option, die wir irgendwann vielleicht in Erwägung ziehen können. Kriegen wir eigentlich Geld, wenn ich jetzt irgendjemanden entlasse? Oder irgendeine andere Form von Entlohnung oder so? Ach nee, ich glaube, ich packe die nicht weg. Ich werde Idlan wegpacken. Auch wenn Idlan irgendwie Kult war, aber... Idlan verlässt die Gruppe. Tschüss, Idlan, war schön mit dir. Ach, und den Rest hin behalte ich erstmal. Irgendwie kann ich das schon wieder mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, wenn ich da jetzt ein paar einfach rauskicke. Und ja, so, dann sind jetzt, wo wir schon mal in Atlum sind, werde ich auch gleich nochmal mit Nora quatschen. Und werde dann nochmal in dieser Spezialgilde in Cedar Palais mit euch zusammen nachschauen, ob wir dort nicht vielleicht eine neue Gildenquest abgeschlossen haben. Nora immer noch ungesprächig, möchte immer noch in Ruhe gelassen werden. Von mir aus soll mir recht sein, solange wir irgendwann im Laufe des Spiels ihre bekloppte Mission endlich mal zu Gesicht bekommen. Nein, vielleicht ist sie gar nicht bekloppt, vielleicht ist sie auch total cool. Ich erinnere mich ehrlich gesagt überhaupt gar nicht mehr an Noras Anliegen diesbezüglich. Deswegen ist das für mich auch erstmal so ein Überraschungseffekt. Und ja, Lambero-Bezirk. Einmal in die Spezialgilde und auf dem Weg dann nochmal eben kurz Ragu angequatscht. Ne, der muss... Okay. Okay, liebe Leute. Wisst ihr, was das heißt? Wisst ihr, was das heißt? Ja, das könnte vielleicht für den nächsten Part schon sehr bedeutend sein, denn er steht hier nicht mehr. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo wir ihn finden, aber wenn sich das ähnlich verhält wie bei Setmon in Balterossa, dann wird er sich jetzt womöglich in einer Kneipe aufhalten. Yay! Zwei Erzmonsterfälle. Schaut euch das an. War also nicht ganz umsonst, hier nochmal vorbeizuschneien. Und mit Whirlpool haben wir eine neue Formation gelernt. Sehr schön. Gucken wir uns jetzt natürlich auch mal an. Verbandsaufstellungen, Formation ändern. Ja, wo ist denn der gute Whirlpool? Hier ganz oben irgendwie. Verbessert Angriff und Abwehr, verringert aber die Beweglichkeit der Extremitäten. Angriff und Abwehrverbesserung. Okay, scheint aber nicht effizienter zu sein als das, was wir jetzt schon haben. Denn dass hier irgendein Pfeil nach oben geht, sehe ich hier irgendwie nicht so ganz. Gucken wir mal eben noch, was das für die anderen Verbände bewirkt. Hier würde der Mystikwert runtergehen. Ist natürlich nicht so cool, ne? Wenn wir parallel dazu nichts haben, was irgendwie sich verbessert. Ne. Und auch hier haben wir irgendwie nur Nachteile. Das finde ich irgendwie nicht so toll, aber egal. Jetzt brauchen wir das noch nicht, vielleicht später irgendwann, wer weiß das schon. Was ist das denn hier für eine lustige Tafel? Was macht ihr hier? Leider kann ich mit denen nicht sprechen, deswegen werden wir das wohl nie erfahren, was das da für eine Bewandtnis hat, diese komische Ecke, wo alle so raufstarren. Ich möchte nochmal eben gucken, ob sich meine Theorie jetzt bewahrheitet und wir jetzt hier
wirklich Ragout finden. Und dann, ach ja, seht ihr, dann muss ich noch ein paar Gegenstände verkaufen, damit ich das nicht vergesse. Ja, und er steht da. Und ich wette, er wird auch die Quest jetzt für uns bereithalten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt nochmal mit dem roten Blubbel irgendwie was, nochmal irgendwas zum Besten gibt und einfach nur so seinen Standort gewechselt hat. Ich möchte jetzt aber erstmal, bevor ich das hier beende... Wow, guck mal, die ganzen Riesenspinnen habe ich auch alle noch nicht verkauft. Könnt ihr mal sehen, wie unaufmerksam ich hier bin. So, und die Harnischmuschel, die geht auch weg. Und dann können wir hier gleich nochmal gucken, was wir voll haben. Die Schuppenhülle. Ich bin gerade fast am Überlegen, ob ich bei diesem ganzen unwertvollen Zeug nicht vielleicht sogar auf 60 hochgehe. Mystic Monster Horn. Nee, ich glaube, ich bleibe bei der 50er-Regelung. Nicht, dass ich jetzt einfach nur Glück hatte, dass ich hier bestimmte Komponenten so zahlreich mitnehmen konnte. Das wäre dann irgendwie ärgerlich, wenn wir das an anderer Stelle vielleicht irgendwie doch nochmal brauchen sollten. So, hier gehen wir auch hoch und hiervon können wir 19. Guck mal, das ist eine seltene Brutkomponente und wir haben trotzdem 69 davon. Holla die Waldfee. Der Geldbeutel dankt und wir steuern so langsamen Schrittes auf die 400.000 zu, ne? Will ich mal meinen. So, Plan 2 behalten wir. Riesenspinnen, Kopfhaut, wow. Gibt auch ziemlich viel Kohle. Können wir auch 9-mal verkaufen und gibt uns dann auch noch ein nettes kleines Taschengeld obendrauf. Ja, ich würde mal sagen, damit sind wir ganz gut ausgestattet. Und die wirklich, wirklich allerletzte Handlung jetzt für diesen Part wird sein, dass ich mich mit Kräutern neu eindecke. Und das werde ich einfach der Vollständigkeit halber in Balterossa tun, weil ich hier dann auch im gleichen Atemzug nochmal den guten Setmon anquatschen kann. Und dann sind wir auch wirklich fertig. Und ja, ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Okay, Setmon steht ja auch nicht mehr. Kann es sein, dass dieser Hauptstory-Progress quasi dazu geführt hat, dass wir jetzt hier die ganzen charakterspezifischen Dinge getriggert bekommen? Das ist natürlich cool, weil ich habe mir sowieso schon Sorgen gemacht. Ich dachte schon, mein Spiel wäre kaputt oder so, weil das schon so lange gedauert hat. Und ja, okay. Das heißt, ich kaufe mich jetzt hier erstmal voll. Und dann bin ich mal richtig gespannt. Also ich hoffe ja immer, dass sich die Entwickler was besonders Schönes einfallen lassen, wenn wir hier so irgendwas für die Charaktere jetzt erledigen. Ja, also sonderlich viel von diesen Kräutern haben wir jetzt hier nicht gebraucht. Und ja, ich glaube, das wird hier zukünftig wieder sehr interessant weitergehen. Ich danke euch, dass ihr mich durch Fornstrand begleitet habt und hoffe, dass wir uns im nächsten Part auch wiedersehen, wenn wir uns höchstwahrscheinlich wieder den nächsten Nebenmissionen widmen werden. Ich danke fürs Einschalten. Bis demnächst. Ciao.